Ei, gude wie, da ist er wäre der Eli. Jo, heit zum dritten Teil von Welt in Erschütterung. Heit wäre in Hessisch die Begrüßung, weil mir haben ja gesagt, die Begrüßung kommt immer in Hessisch. An alle da draußen, die Hessisch kennen, ei, gude wie. Jo, wir sind heit im dritten Teil von Welt in Erschütterung. Und ich habe euch ja beim letzten Mal gesagt, wir wollen uns in dem Video angucken, wie man Feinstofflichkeit in eine Glyphe packen kann, in eine Wortsignie packen kann. Jo. Und damit wir das auch gleich kennen, muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Und dann werde ich euch das zeigen. Und dann seht ihr das. Jo, ganz einfach. Logisch, ne? So, ist wie immer alles live. Hinter mir das Stück Karton da, das müsst ihr entschuldigen. Hinter dran sieht es gerade aus wie, ja, wie bei Hempels und dem Sofa. Ich habe ein bisschen zu Rahmen gehabt. Und das müsst, ihr kennt alles, wisst ihr, wir müssen nicht alles sehen. Ich mache ein kreatives Chaos. Ne? Wo ich bin, herrscht Chaos. Ich kann nicht überall sein. Aber ihr müsst nicht alles sehen. Man muss es auch nicht sehen. Da hinten dran ist Chaos. Ab und zu werden mal die Katz kauzen, weil die meinen, sie müsste sich melden. Die kann aber jederzeit aus der Tür nach. So. Welt in Erschütterung, Teil 3. Ja, und dann wollen wir doch mal loslegen. Da bin ich wieder und wir machen mal in Hochdeutsch weiter, sonst könnte es sein, dass ihr mich nicht verstehen werdet. Ich habe euch mal einen kleinen Rückblick jetzt vorbereitet oder will den live mit euch vorbereiten. Ihr seht ja hier das erste Video und in dem ersten Video haben wir ja unter anderem die Wortsigniers behandelt, wie man zum Beispiel Wortsigniers in Werbung verwandeln kann. Ja, hier bei Feige Business Edition, wo man das suchen muss, ja, also wo man da das F zum Beispiel sehen kann. Ich habe euch in alten Maya-Glyphen gezeigt, wo ihr das Wort Gott finden könnt oder wie das geschrieben ist. Das werdet ihr überall immer wieder so finden. Das ist Gott, C-O-T, Code, Gott. Ja. Dann haben wir nochmal den Zeppelin gehabt, dass man den auch ganz wunderschön hier da rein als Querstrich vom Z bauen kann, hat dann eine wunderschöne Werbung für diesen Zeppelin gehabt in der damaligen Zeit. Dann habe ich live mit euch gemalt, zum Beispiel das Wort Nikotin, ja, oder Politik. Dann sind wir zu den Maya-Glyphen gegangen, dann habe ich euch gezeigt, wie Maya-Glyphen aufgebaut sind, ja, wie man COT malen kann oder beziehungsweise wie das die Alten gemacht haben. Dann das Wort Fisk, was man in allen ägyptischen Hieroglyphen findet oder in alten ägyptischen Texten findet. Dann habe ich ein bisschen Landmanns Video behandelt. Der Augott, Dude.de, wo übrigens auch der Name Pate meiner Webseite war. Dann zum Beispiel Hildebrands Lied mal angucken, Hildebrand und Hadubrand, das sind angeblich Vater und Sohn, das eine ist Kampf, das andere Schwert. Dann haben wir Diod, Gott, Deutsch, Deuter, Deutz und so weiter. Bei dem Wort Deus ist es, habe ich im letzten Video schon gesagt, ganz lustig, der Deus, ja, das ist der Gott auf Latein. Aber wenn man wüsste, oder ich glaube, die wissen schon in Rom, dass sie den Deutschen anbeten und wenn sie es nicht wissen, ja, wer weiß, was die auch anbeten, wenn einer rauskommt und macht so mit dem Victory-Zeichen. Ne? Hm, weiß nicht. Naja, gut. Ich will mich hier nicht in Politik oder in Religion verfangen. Das wollen wir hier nicht anfangen. Auch nicht in den Kommentaren, bitte. Dann die Verehrung und Verneigung vor dem Alter, vor alten Menschen mit der Glyphe Ato, für Achtung, für alt und so. Ja. Dann haben wir nochmal ja, verschiedene Glyphen gehabt, die er da nachgezeichnet hat. Man kann das ja sehen. Ach ja, hier die Eve. Ja. Diese Glyphe werdet ihr, und das zeige ich euch jetzt mal live, beziehungsweise zeige ich euch nach dem Schnitt, weil ich muss ja wieder mal vorbereiten. Zeige ich euch jetzt gleich, dass dies kein Humbug ist, sondern dass man dies wirklich auf alten ägyptischen Stelen und Texten so finden kann. Also bis gleich.
Jetzt musste ich doch tatsächlich in meinem Archiv kramen, um euch ein Bild zu zeigen. Und tatsächlich, ich habe eins gefunden. Hier könnt ihr dieses Eve live sehen. Das Bild selber sieht so aus. Das sind Männlein und Weiblein. Keine Ahnung, was die da machen, ob die da einen Smalltalk halten, ob sie sich vielleicht für irgendwas verabreden, weiß man nicht. Aber wer jetzt aufgepasst hat in den letzten Videos, der sieht das ja dementsprechend und denke ich auch sofort. Hier ist dieses besagte Eve. Also hier ist das E und hier ist das E, V. Und unten drunter ist Gott. Eve Code, der ewige Gott. Ja, das ist zum Beispiel jetzt damit ja, die Glyphe Eve. Und wenn man sich das Bild so weiter anschaut, dann hat man auch noch andere Buchstaben drin. Ich tue mir da aber auch noch ein bisschen schwer. Das ist so viel an Information, das muss man erstmal rausfinden, was da was ist. Hier könnte man auch ein V haben, aber was das jetzt, ob das jetzt Eve, also IV für IV steht, keine Ahnung. Lasst uns es uns vielleicht mal zusammen irgendwann auf diod.de rausfinden. Würde mich freuen. Es wäre schön, wenn ihr euch da einfinden würdet und wenn wir da eine Arbeitsgemeinschaft gründen würden. Zu speziellen Themen halt. Ne? Also wie gesagt, hier ist die Glyphe Eve und die findet man auf fast jedem Dokument, Papyri, Relief und wie auch immer. Und ich musste jetzt erstmal ein paar Minuten in meinem Archiv suchen, weil Internet, vergesst das. Das war mir zu doof. Jo, bis gleich. Ja, wie gesagt, diese Glyphe gibt es also tatsächlich. Das ist nicht Erfindung oder von mir ausgedacht oder vom Erhard ausgedacht. Nein, es ist so. Gut, habt ihr ja gesehen jetzt. Ja, dann war dieses Video auch schon zu Ende. Und dann ging es ja mit Weltenerschütterung Teil 2 weiter. Da habe ich euch ja gezeigt, wie ihr in Maya-Glyphen Wort-Signiers entschlüsseln könnt. Hier zum Beispiel das COT für Gott, das Gottzeichen hier unten nochmal. Hier die Haare für Heal, für heilig. Ja. Habe ich euch auch nochmal gezeigt, dass hier Heal steht. Das hier ist ein I. Ja. Dann haben wir uns nochmal das alte deutsche Wort Fona angeguckt. Von, na, also von, das heutige VON, von, ja. Dann habe ich euch gesagt, dass die Maya-Glyphen, der Kalenderglyphen, das ist Pillepalle, das mal ernsthaft. Glaubt ihr denn, dass ein Maya-Bauer oder ein Aztekenbauer, dass die Zeit hatten, 365 Tage an Millionen Götter zu denken? Ich kann mir das nicht vorstellen. Die waren froh, wenn sie ihre Felder bestellt haben, ihre Ernte drin hatten. Und dann sollen die noch an jeden Tag, um jede Uhrzeit, Stunde, Minute, was auch immer, sollen die auch noch an Götter denken oder welcher Gott gerade heute Geburtstag hat? Nee, glaube ich nicht, nein. Dann haben wir das Ewig hier nochmal behandelt. Habe ich euch auch gezeigt, wie das geht, wie man das ausmalen kann. Also wie gesagt, wenn ihr das Landmannbuch zu Hause habt, nehmt das. Die letzten Seiten, das sind die Bilder ja abgedruckt, da könnt ihr euch die ja kopieren. Dann malt die aus. Sucht nach Buchstaben, sucht nach A's, nach E's, nach I's, nach U's und so weiter. Wenn ihr was nicht wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich helfe euch gerne. So. Ja, dann habe ich euch gezeigt, dass man das Wort Bahn, also die im Himmel oder andersherum, die Galaxie wird als Bahn bezeichnet. Die Allbahn. Osterinsulaner nennen sie ja Pan-Y, also die heilige Bahn des Lichts. Kann man so schreiben, man kann es aber auch umdrehen, dann ist es eine Pan. Pan, da erinnert ihr euch vielleicht an den griechischen Gott mit den Flügelchen, also an den Schüchen unten. Wahrscheinlich hat das einen Zusammenhang. Fliegen, All, man weiß das schon. Da lasse ich euch Raum für Spekulation und auch fürs Fantasieren und ist euer Hirn, nicht meins. Ihr sollt es benutzen. Ja. Ja, dann war das Video auch schon zu Ende. Ah nein, war es nicht. Bot, das ist ja der Bote. Der Bote ist der lahme Bote aus dem All. Kann man beim Erhard in den Artikeln nachlesen. Unter anderem auch auf der Webseite bei mir. Das sind alle Artikel von Erhard
hinterlegt und dann weiß man auch, was es mit dem Boten auf sich hat oder was Botha ist oder Buddha oder Sakyamuni, wer das ist. Ja, soweit bis hierher. Im letzten Video habe ich euch gesagt, dass wir jetzt weitermachen mit einer Küwe, die das Feinstoffliche, also sprich Geist, in einer Klüve verpackt. Und das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Kurzer Cut, ich bereite was vor. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wie ihr ja unschwer sehen könnt, habe ich die Klüve gefunden. Übrigens auch im Buch vom Erhard. Und ja, wie kann man jetzt Feinstofflichkeit in eine Klüve verwandeln? Ja, man nimmt die Buchstaben und macht dann eine Klüve draus. Jetzt werden die meisten sagen, ja, aber was ist denn da jetzt? Ich kann es doch nicht sehen. Die unter euch, die schon ein bisschen weiter sind, die werden es sofort sehen. Die werden auch keinen Stift mehr brauchen. Wie zum Beispiel die Freundin in Köln. Hallöchen, du weißt, was ich meine. Und die es noch nicht sehen, ich zeichne es euch jetzt. Wie gesagt, das ist ein Zeichenprogramm. Könnt ihr auch auf dem Computer machen. Könnt euch einen Schnappschuss machen davon und dann malt ihr einfach. So, wie kriege ich jetzt das Feinstoffliche in die Glyphe rein? Ja, indem ich Buchstaben nehme und eine Glyphe draus mache. Ihr habt zunächst einmal hier das G. Das ist ja, denke ich mal, soweit jedem ersichtlich, dass es ein G ist. Dann habt ihr hier das E. Dann habt ihr hier das I, das ist ein bisschen anders geschrieben, beziehungsweise es ist eine andere Schriftart des Is, aber glaubt es mir, es ist ein I. Dann habt ihr hier das S und habt hier ein wenig, ich würde mal sagen, stilisiert das T. Also eigentlich müsste ja ein T so sein, aber der Schreiber hat hier das, ja, der hat das T hier so ein bisschen, wir wollen mal sagen, ein bisschen verunstaltet, damit es halt aus ästhetischen Gründen, wie ich euch ja schon in den Glyphen davor erklärt habe, dass es passt. Hat man bei vielen Glyphen so gemacht, einfach der Ästhetik wegen, dass halt, dass es halt passt. So, und das ist die Feinstofflichkeit in einer Glyphe. Also sprich der Geist. Und da ist jetzt noch nichts Althochdeutsches mal mehr hinten dran, also dass da jetzt ein anderes Wort für Geist stehen würde. Hier steht G-E-I-S-T, Geist. Ja, ich male euch jetzt nochmal hier ein T, damit ihr das auch als T seht. So, also, wenn ich jetzt nochmal so zaubere, dann seht ihr hier das G, dann seht ihr hier das E, dann seht ihr hier das I, das S und das T, Geist. Und so sind Maya-Glyphen im Allgemeinen aufgebaut. Drum, wenn ihr das vertiefen wollt, nochmal der Hinweis, ausdrucken, Stift nehmen, Pinselstärke einstellen und fangt an zu zeichnen. Und ich habe euch ja im letzten Video gesagt, ihr werdet aus dem Lachen und aus dem Staunen und den A's und O werdet ihr nicht mehr herauskommen. Jetzt müsste ich euch mal zeigen, warum das I so komisch ist. Ich rufe jetzt gleich eine Webseite auf. Mal schauen, ob mein Browser das möchte. Ja. Und dann nehmen wir doch mal alte Schriften. Das ist eine Webseite, wie ihr hier seht, die befasst sich ausschließlich mit alten Schriften. Also derjenige, der die Bibliothek betreibt, Chapeau, mein Lieber oder Liebe oder Lieben. Der hat sich wirklich hier Mühe gemacht. Ja, der hat also Unglaubliches zusammengetragen. Von Afrika, über Mittelamerika, über mongolische Schriften. Also er hat sich wirklich die Mühe gemacht und hat aus alten Texten die Buchstaben genommen, hat das Alphabet immer als unser Alphabet immer als Vorlage genommen und hat das dann ja, hinterlegt. So, wo wir jetzt hin wollen, das ist die gallo-lateinische Kursive und dazu müssen wir nach Europa. Und dann sind wir hier auf der linken Seite, seht ihr vielleicht ganz schlecht, weil das ein bisschen zu klein ist. Hier steht lateinische Kursive. Wir wollen aber in die gallo-lateinische Kursive. Warum will ich mit euch da rein? Weil wir den Buchstaben I suchen.
Ihr erinnert euch ja, wenn ich jetzt das Bild mal, wo ist denn mein Bildchen? Ja, wenn ihr euch jetzt, müssen wir vielleicht mal drehen, drehen wir das doch mal um 180 Grad, ja, und dann guckt ihr euch mal das I hier an, ja, und ganz ehrlich, Leute, die gallolateinische Kursive benutze ich für eigentlich jedes alte Ding, was ich finde, zum Übersetzen. Weil diese Schriftzeichen werdet ihr überall immer und immer und immer wieder finden. Ob es das A ist, ob es das E ist, ob es das U ist, weil V gab es ja noch nicht. Ihr wisst ja, 2U, W ist ein W. Ja, wenn ihr 2 U's nehmt, dann habt ihr ein W, beziehungsweise ein V. Ja. Die Webseite, keine Angst, ich packe euch dann wieder die Links, ich glaube, hier unten drunter packe ich es euch wieder rein. Also ich benutze die gallolateinische Kursive, die Webseite ist aber sehr mächtig, die kann noch viel mehr, die kann auch lateinische Schriften, die kann zum Beispiel römisch, die kann Capitalis, Monumentalis, die kann tyrannische Noten. Die kann, wo man vielleicht, wenn es dann in das Studium der Handschriften geht, in die Germanistik geht, dann kann man zum Beispiel auch aufs Gotische zurückgreifen, kann sich gotisches Alphabet angucken. Man kann sich humanistische Kursiven angucken, wie man im 13., 14. Jahrhundert geschrieben hat. Und wenn euch jetzt was, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, schaut mal, Gallolateinisch, das ist so um das, ja, oder die Majuskel, das ist so 1. bis 4. Jahrhundert, also vor knapp 1000 Jahren. Und schaut mal, hat sich da was verändert an den Schriftzeichen? Wie man sie gemalt hat, hat sich verändert. Aber es waren immer noch die gleichen Buchstaben. Ja? Wenn man 13. bis 14. Jahrhundert nimmt und geht dann mal auf Gallo-Lateinisch und guckt da wieder die A an, da hat sich nicht viel verändert. Es gibt zum Beispiel, so als kleiner Hinweis, wer sich für das Voynich-Manuskript interessiert, ihr werdet einen Buchstaben dort häufig finden. Da muss ich jetzt aber selber mal gucken, wo der war. Oder was war der denn zu finden? Der müsste, ich glaube, im Fetz, nein, war er auch nicht. Da war auch nicht. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Das ist halt, wenn man live ist. Aber ihr könnt es mir ruhig glauben. Aber prüft es bitte selbst und ständig nach. Es gibt irgendwo hier einen Buchstaben, der sieht dem A sehr ähnlich. Ach doch, hier, wartet mal. Wo haben wir sie dann? Ah, da war er doch. Ku, da ist er doch. Was war das? Wo sind wir denn? Beneventana. Diesen CC, also das sieht aus wie 2 CCs, das findet ihr auch zu Hunderten im Voynich-Manuskript. Darum sage ich ja, das Voynich-Manuskript, der das damals geschrieben hat, der konnte nur die Schriften nehmen, die, sagen wir mal, bis maximal zum 15. Jahrhundert bekannt war. Und durch das Voynich-Manuskript hinweg hat er ja verschiedene Buchstabenformen benutzt, wenn ihr euch das mal in Ruhe anguckt, Seite für Seite. So, hinten dran wieder mein... Ich muss mal kurz pausen. Entschuldigt die Störung, aber Programm ist Programm. Und wenn das läuft, dann läuft es. So. Zurück zur Glyphe Geist. Wir haben jetzt einen kurzen Ausflug in die Welt der Buchstaben gemacht. Die nächste Glyphe, die ich euch gleich präsentieren werde, die ist eigentlich auch relativ einfach zu entschlüsseln. Bereite ich auch wieder vor. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab euch eine neue Glyphe mitgebracht. Ja. Was würdet ihr denn jetzt an dieser Glyphe sehen? Also ich sehe jetzt zum Beispiel, also ich bin ja ein Mensch, der geht auch auf Erkennung von Gesichtern. Also das ist ja unsere Programmierung in Kindestagen, Kindesbeinen.
Wenn man das Bild jetzt zum Beispiel nach so dreht, nee, das war falsch, wir drehen es im Uhrzeigersinn, dann sehen wir hier ein, ich würde mal sagen, schlafendes, freundliches Gesicht. Richtig? Richtig. So. Aber in diesem schlafenden, freundlichen Gesicht, also in dieser Glyphe, im Übrigen, die Glyphen sind so gebaut, damit sie, oh, ich habe schon wieder die Kopfhörer auf, hei, hei, hei. Die Glyphen sind so gebaut, damit es Bilder werden. Ausnahmen gibt es jetzt zum Beispiel bei der Glyphe Geist. Habt ihr ja gesehen, da ist es kein Bild, da ist einfach nur das Wort Geist in die Glyphe gepackt. Aber hier sind es Bilder, beziehungsweise das Wort soll ein Bild werden. Ja? Ja, was liest man denn jetzt hier? Man könnte jetzt hier das Oort lesen. Das Oort ist ein Bereich im All, Stern, Galaxie, Haufen, keine Ahnung. Da bin ich schon nicht fündig geworden. Laut Erhard ist das irgendwo im All, bei den Plejaden zu finden, Schlangenträger, was weiß ich. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist. So, was sieht man denn jetzt hier? Also, ihr habt auch hier wieder das genial verpackte COT, also das da ist da unten drin versteckt. COT. Wo ist es zu finden? Indem ihr den Stift nehmt. Hier habt ihr das C. Dann nehmen wir mal eine andere Farbe. Ach, da ist mein Dings. Hier habt ihr das T. Und noch eine andere Farbe. Nehmen wir doch mal gelb, weil es so schön ist. Und hier habt ihr das O. Das C liegt jetzt hier stilisiert auf dem T mit drauf. Also das C ist Bestandteil des Ts. Kann man machen. Die Mayas haben es ja so gemacht. Waren ja begabte Maler, Meister, wie ihr seht. Ja, und wenn ich dann sowas wie ein Maya-Mensch bin, dann mache ich das auch. Dann, ja, dann nehme ich jetzt mal hier noch mal die Farben. Blau, genau. Ja, und dann habt ihr hier COT. Gott. Also einfach genial oder genial einfach? Ich weiß es nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht haben sie hier einen freundlichen Gott gezeichnet. Einen schlafenden, freundlichen Gott. Götter können auch freundlich sein. Die müssen nicht immer böse sein und uns umbringen wollen mit Sintfluten und Raumschiffe und Stationen abstürzen lassen. Hallo Dieter. Muss nicht sein, die können auch freundlich sein. Wenn wir freundlich sind, wie verhält sich dann der Gegenüber? Erstkontakt und so. Ja, die nächste Glyphe ist auch interessant, bereite ich auch wieder vor. Also wie gesagt, druckt es euch aus, nehmt ein Malprogramm und fangt das Malen an. Werdet Kinder, habe ich euch in den letzten Videos schon gesagt. Werdet einfach für euch innerlich, werdet zu Kindern. Benutzt euer Hirn, ihr seid Benutzer und nicht Besitzer. Jo, bis gleich. Kuckuck, da bin ich wieder. Die nächste Glyphe. Für die unter euch, die in den alten nordischen Sagen unterwegs sind, werden es vielleicht, oder ja, ihr werdet es vielleicht gleich sehen und auch gleich hören. Und wenn ihr es nicht glauben könnt, ich kann nichts dafür, aber das steht da. Gehen wir mal so in die Zeit der Wikinger zurück. Da gibt es ja Thor, da gibt es ja Odin und es gibt ja auch weibliche Götter. Da gibt es zum Beispiel Freya. Wer jetzt Freya ist, muss ich euch nicht erklären. Wer das wissen möchte, bitte benutzt das weltweite Datennetz und googelt nach Freya. Aber, und das ist jetzt das Erstaunliche, auch die Mayas kannten die Freya. Da müsste man sich jetzt ernsthaft die Frage stellen, wie kommt ein Volk in Südamerika, tausende Kilometer weit weg, ich habe schon wieder die Kopfhörer auf, tausende Kilometer weit weg dazu, Freya zu kennen. Das lässt doch meiner Meinung nach, ich meine Meinung, nur den Schluss zu, wir waren ein und dasselbe Volk, Schrägstrich, wir kannten alle. Wir kannten alle Götter, die hatten alle die gleichen Namen, nur im Laufe der Zeit, durch Beeinflussung, wurde aus Odin, keine Ahnung, der Deus in Rom,
aus Zeus wurde, keine Ahnung, also ihr wisst, was ich meine. Also, ne, Lauf der Geschichte, Beeinflussung und ja. Da soll jetzt Freya stehen. Ja, da steht Freya. Zeige ich euch auch jetzt. Ich weiß auch nicht, warum die Mayas mit Freya zu tun haben, aber wenn Eli, also der Gott der Angeln und Sachsen, und die Mayas sind ja Sachsen, beziehungsweise Angeln, oder kommen von da irgendwo her, ob sie sich jetzt Sachsen oder Angeln nennen, weiß ich nicht, aber der Gott der Angeln und Sachsen, der war sehr viel in Südamerika unterwegs. Der ist da wie, ja, also ich kenne Geschichten, dass der so 7, 8, 9, 10 Mal inkarniert ist, und hat dann da wie ein Bienenvolk, gleich hat er da Kulturen geschaffen. Und in allen südamerikanischen Kulturen kommt er vor. Er kommt auch bei den nordamerikanischen Kulturen vor. Das wird, ihr kennt doch bestimmt dat, die Totems. Und an den Totems oben sind doch so Vögel dran. Guckt euch mal dieses Ding genau an. Ihr kommt aus dem Lachen nicht mehr raus, weil da ist ein doppelflügiges E. Das ist auch der Eli. Der Manitu. Das ist die Abkürzung, oder, ja doch, die Abkürzung für Mangurt, also der gute Mann Eli. Also die Nordamerikaner, also die Ureinwohner, haben sich den Sachsengott Eli als Mangurt in Erinnerung gehalten, den guten Mann. Und das, was ich über Eli so kenne, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist ein friedlicher Gott. Vielleicht hat er auch Kriege geführt, ob er die jetzt gegen uns geführt hat, weiß ich nicht. Aber das, was ich über ihn kenne, er war friedlich, er hat Kulturen begründet, er hat uns Schrift gegeben, er hat uns gelehrt. Und das ist ja eigentlich das, was ich von einem, also was ich von einem Gott, wenn ich primitiv wäre, weil ich die Technologie nicht verstehen würde, nach einem Reset, also wenn einer aufs Knöpfchen drückt, verstehen würde. Kurzer Querverweis, Steinzeit. Was ist denn die Steinzeit? Ja, die Steinzeit ist das, wenn jemand aufs Knöpfchen drückt, das macht Pum und alles ist weg. Das, was heute jetzt, was ihr gerade in der Hand habt, das Glas, das Becher, das Trinken, ist alles weg. Ihr wisst zwar noch, wie Wasser aussieht, ihr wisst auch noch, wie Gefäße aussehen, aber ihr müsst ja erstmal wieder dahin kommen, Gefäße zu bauen. Und egal, wo ihr seid, auf welchem Planeten im Universum auch immer, Stein werdet ihr überall finden. Kunstwerke in Holz verfaulen, verrotten. Kunstwerke in Leder verrotten, verfaulen. Das einzige Beständige ist Gold, aber das ist auch irgendwann mal nicht mehr das, was es mal war, wenn es, ja, wenn es irgendwo unter die Räder kommt. Das Einzigste, was über die Jahrtausende erhalten bleibt, siehe Ägypten, ist Stein. Also wenn ihr mal was erschaffen wollt für die Ewigkeit, nehmt einen harten Stein und der wird in 10.000 Jahren noch dastehen. Klar, der wird Verwitterungsspuren haben, ja, gebe ich euch recht, er wird Verwitterungsspuren, Abplatzungen, aber wenn ihr das Ding so baut, dass man auch in 10.000 Jahren noch was davon sehen kann, dann habt ihr was für die Ewigkeit geschaffen. Astronautengötter, wie ich nenne, und auch mein Kollege Dieter Bremer, hallo Dieter übrigens nochmal, die haben das so getan. Und es würde ja auch Sinn machen, wenn ich auf einen fremden Planeten gehe. Ich baue nichts aus Holz, ich baue was aus Stein. Und wenn ich dann damit fertig bin, sprenge ich es in die Luft. Gibt es auch, gibt ja ein Ruinenfeld in Sacsayhuamán oben drüber. Das sieht aus, als wenn jemand Dynamit genommen hätte und hätte ein ganzes Ding in die Luft gesprengt. Als man die Eingeborenen gefragt hat, wart ihr das? Nö, das war schon so, wie wir hierher gekommen sind. Ja, vielleicht waren wir zu neugierig, haben ins Lager geschaut, es hat den Göttern nicht gepasst und bevor wir irgendwas gefunden haben oder die waren fertig mit ihrem Studium von uns, fupp, bumm, Macht euch mal Gedanken. So, zurück zu der Glyphe. Ich schweife aus. Freya. Wie gesagt, in dieser Glyphe habt ihr auch hier wieder das F. Hier habt ihr das R. Hier habt ihr das I. Und hier habt ihr das A. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie die Mayas zu Freya kommen. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, mit Dr. Who in die Zeitreise zu gehen, könnt ihr es ja rausfinden. Was ich übrigens auch gleich machen werde. Und von daher möchte ich jetzt hier erstmal kurz einen Cut machen.
Und ja, also wie gesagt, das ist Freya. Da wird auch sicherlich irgendwo noch Thor stehen. Es wird auch Odin geben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mayas irgendwann mal ausgewandert sind und wurden zu Wikingern. Ist ja nur eine Vermutung, lacht nicht, aber kann ja alles sein. Und selbst wenn die Wikinger bei den Mayas waren und haben, oh, ihr habt aber eine schöne Religion von Odin, Freya, und vielleicht haben sie es mitgebracht. Wissen wir das? Weiß man es? Nein. Ich glaube nämlich nicht an das, was die Visi Blitzbirnen mir erzählen wollen oder euch erzählen wollen. Ich glaube das nur, was ich sehe. Und wenn ich da Freya sehe, macht das mir mehr Sinn als das, was Visi Blitzbirnen erzählen. Wobei die ja gerne Geschichten erfinden oder, hoch, hier ist das Wetter schön, die Sonne scheint, der Boden sieht gut aus, ach, hier ist die Kunststätte, die haben wir jetzt entdeckt. Pum, zack, aus, fertig. Hä? Aber nicht mit mir. Nur weil das da vielleicht mal in dem Märchenbuch genannt Fibel steht, heißt es noch lange nicht, dass das der Ort ist. Nur weil das jemand erzählt, wie wir das glauben sollen, muss es nicht so sein. So. An dieser Stelle jetzt erstmal ein Cut, weil ich habe für heute fertig und es geht dann weiter mit der nächsten Klüve. Oh, da bin ich wieder. Ich habe euch jetzt noch zwei Klüven mitgebracht, die ich euch zeigen möchte. Dann ist dieses Video auch schon zu Ende. Das Video geht ja schon fast eine halbe Stunde und ich denke mal, das reicht dann auch für euch zum Anschauen und zum Nachdenken dann. Und die nächste Glyphe ist eine Glyphe, die ist auch aus dem Buch von Erhard, auch aus dem Video. Die habe ich auch auf den letzten Seiten gefunden. Dazu muss ich jetzt wieder einblenden, weil ich habe da ja mal was vorbereitet. Natürlich wieder live male ich mit euch. Und zwar, genau, so. Ihr seht hier einen sitzenden Sitzriesen. Der wunderbar und wunderschön da oben das Wort Angel stehen hat. Das kann man hier oben sehen. Ein Angel ist aber kein Engel, das ist was ganz anderes. Das eine ist feinstofflich und das andere ist materiell. Und das ist ein materielles Wesen, also ein Angel. Ich habe mir das hier nochmal aufgeschrieben. Das sind die Vorfahren, die aus dem All mitgekommen sind, die Angeln und Sachsen. Also die mit dem Schöpfergott Eli auf diese Erde kamen und Kulturen gegründet haben. So, jetzt sage ich meinem Rechner wieder, er möchte doch bitte mal die Farbe Rot nehmen und er möchte doch bitte den Pinsel nehmen. Und dann gehen wir mal in die Stufe 3. Dann seht ihr, wie ich das jetzt nachfahren werde. Ihr habt hier das A, ihr habt hier das N, das G steht ein bisschen auf dem Kopf, das hat wieder was mit der stilistischen Art zu tun, also mit dem schönen Malen, dass es schön aussieht. Das G ist praktisch auf dem Kopf stehend. Und ihr habt hier das E. Und ihr habt hier das L. Das ist ein Angel. Ihr habt aber auch hier gleichzeitig wieder C. O. Und hier dürfte das stilisierte T sein. Also das T müsst ihr euch dann verlängert so mit Strichpünktchen. Das wäre dann Gott. Ja? Ob das jetzt ein Angelgott ist, kann ich euch nicht sagen, aber es könnte ja unterstreichen, mach mal ein bisschen kleiner, es könnte ja unterstreichen, dass dieses Wesen mit dem Gott der Angeln und Sachsen gekommen ist. Und nochmal zur Information für alle, jede Maya-Glyphe besteht aus Buchstaben. Überall könnt ihr Buchstaben sehen. Das ist egal wo, ob das hier unten im Fuß das E ist, oder hier oben im Auge ein C ist, halt, das ist ein bisschen verrutscht, müssen wir nochmal machen, ein C ist, oder ob das, ja, so auf die Spontanität sehe ich jetzt auch nichts mehr. Na doch, hier könnte noch ein L sein.
Ja, also ihr seht, und das Spielchen kann man, ich kann euch ja gerne mal das Buch einblenden. Hier ist das Buch. Das kann man mit jeder Glyphe kann man das sehen. Hier ist auch ein E. Ein bisschen kleiner machen. Sieht man das noch? Ja. Also hier ist diese Glyphe. Hier ist das Cover von Ehards Buch Weltbilderschütterung. Hier könnt ihr das sehen, dass hier COT steht. Hier ist ja das Heal, was ich euch gezeigt habe. Und wenn ihr euch die Glyphen hier so alle anschaut, alle Maya-Glyphen, im Übrigen die kannten auch Zahlen. Also es ist ja nicht so, dass sie nur Buchstaben kannten. Nein, die kannten auch die Zahlen. Kann man hier sehen, hier steht 803. Das kann jetzt eine Entfernungsangabe sein. Das kann eine Stufenanzeige sein für den Antrieb. Keine Ahnung, auf jeden Fall, hier steht 803. Ich glaube, in den Glyphen gibt es noch mehr Zahlen zu sehen. Hier könnt ihr auch wieder C, O, T sehen. Ja? Also die Dinge sind voller Buchstaben, aber nicht so wie die Wissenschaftler behaupten, wie ich am ganz am Anfang ja schon sagte, dass halt das Wort zum Bild wurde. Ihr seht es ja hier. Ist ja eigentlich offensichtlich, was hier Phase ist. Ihr habt ja nochmal das Ewig, ja, wo ich gefunden habe. Das sollen diese Monatsglyphen sein. Die habe ich mir nochmal so in Ruhe angeguckt. Und wenn ich richtig sehe, sehe ich hier ein EO, das steht für ewig. Hier dürfte ein U und ein L sein, das ist das Joule. Das ist, wie gesagt, ein Ort im All, Sternenhaufen, Planet, keine Ahnung. Das ewige Joule, also Entschuldigung, liebe Action for Free, das mit den Monatsglyphen kann nicht sein, weil wenn hier steht EO Joule, das ewige Joule, was soll das für eine Monatsglyphe sein? Ja. Und so zieht sich das durch diese ganzen Glyphen. Ach, hier habt ihr nochmal die Geistglyphe hier. G-E-I-S-T. Im Übrigen hatte ich vergessen zu erwähnen, das T hat der Steller nicht gegenüber als Strich gemalt, sondern er hat es umgeklappt. Also er hat praktisch das Ding, was hier dran war, also was so ist, hat er daneben dran gelegt. Das hat halt wieder mit der Machart der Glyphe zu tun, dass es ein Bild wird. Ja. Und wie gesagt, das zieht sich durch das ganze Buch vom Erhard, durch die ganzen Maya-Glyphen. Egal, wo man da hinguckt, ihr seht überall deutsche bzw. lateinisierte Buchstaben. Ihr habt überall das COT dran. Ja, COT. Hier ist dieses Fona, was ich euch gezeigt habe. Und selbst in den Reliefs, also das Buch ist ja auch so gebaut, dass er hat da Reliefs eingezeichnet hat. Selbst die Reliefs, das ist Miniaturschrift in Reliefs. Fragt mich nicht, wie die das hinbekommen haben, aber es ist halt so. Kann man in dem Buch selber sich nachschauen. Überall es ist Miniaturschrift drin. Ja, das geht durch das ganze Buch so, beziehungsweise durch die ganzen Reliefs geht das so hier. Ja. Wie man das machen kann, fragt mich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist nochmal ägyptisch. Höhlenmalerei, selbst in Höhlenmalerei kann man das hier sehen, dass da Buchstaben drinnen sind. Ja? Also die haben nicht nur da kindliche oder Jagdszenen hingemalt, nein, die haben auch hier Buchstaben hingemalt. Das hat schon seinen Sinn, warum man das tut, wenn man was malt. Man kann sowas auch kodieren, man kann Botschaften in Bildern kodieren. Und eine Visi-Blitzbirne, die sieht dann da nur ein Bild. Die sieht dann da hier eine Frau. Aber wenn man sich das dann ganz genau anguckt, da kann man auch reinzoomen. Dann sieht man hier wunderbar Buchstaben.
Ja, hallo Adeline, die möchte natürlich auch mit ins Bild und hat sich verpasst. Hallo Adeline und tschüss. Ja, soweit erstmal dazu. Ihr wollt noch eine Glühwe kodiert haben, gucke ich jetzt gleich mal. Ich suche euch noch eine und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Ich habe ja was vergessen. Es gibt ja Menschen, die der Meinung sind, man müsste einen Abmahnanwalt einschalten, wenn man nicht in der das Okay hätte von Erhard, irgendwas zeigen zu dürfen, von dem Buch oder so. Denen sei gesagt, ich habe hier das Originalbuch von Erhard. Das hat er mir 2012 für 25 Euro zukommen lassen. Also ich habe das Original, sehr geehrter Herr Inhaber der Rechte. Und in diesem Buch selber sind auch die ganzen Sachen drin. Ja, hier. Und ich habe mir erlaubt, dieses Buch einzuscannen, damit ich es bearbeiten kann. Weil da drin rummalen ist zwar schön, habe ich auch gemacht. Ja. Aber ich finde, das Buch ist halt noch, das hat Erhard noch in den Händen gehabt, das ist der Heilige Gral, damit hat alles angefangen bei mir. Und ich finde es schade, dass man so da auf seine Rechte pocht und versucht, daraus Geld zu schlagen. Für die, die wissen, wo sie das Buch finden, sucht es, ihr werdet es finden. Ich darf es euch nicht nennen, sonst kriege ich auf die Finger. Ich habe dafür auf die Finger bekommen. Wie gesagt, ich habe das Original. Hier ist es in Originalgröße, drehen und wenden, wie man will. Ich habe es und dann darf ich mir auch erlauben, mir mein für mein. Danke. So, jetzt wollte ich euch noch eine Glühwe raussuchen, das mache ich jetzt und dann ist das Video dann fürs erste Mal dann zu Ende. Also, bis gleich. Jetzt bitte nicht erschrecken, wenn ihr hier ein Hakenkreuz seht. Mir ist es völlig egal, politisch gesehen, was das Ding zu bedeuten hat. Ich möchte euch nur zeigen, dass das eigentlich was ganz anderes zu heißen hat. Also, diese Glyphe, die ihr hier seht, beinhaltet das Wort heilig. Und völlige Unkenntnis dessen haben Menschen in den 30er Jahren das missbraucht für ihre politischen Zwecke. Ich distanziere mich da ausdrücklich davon. Ich habe kein braunes Gedankengut. Da braucht auch keiner die Idee kommen, mir 130 StGB um die Ohren hauen zu wollen. Ich kenne den, ich weiß, wie er aussieht, ich weiß, was drinsteht. Weil im Grunde habt ihr hier ein H, ein I, ein, nein Quatsch, ein H, ein I, und ein L. Jetzt muss ich es nochmal machen, damit ihr das auch seht. Also, hier habt ihr das H drin, das alte deutsche H. Hier ist das I drin und hier ist das I und hier ist das L. Und am Bildrand habt ihr hier nochmal I und jeweils ein G drin stehen. Das ist das alte deutsche Wort für heilig. Einmal so geschrieben mit dem Pünktchen hier und einmal so geschrieben, was übrigens auch hier neben steht, hielig. Heilig. Und noch etwas, das ist ein Symbol für eine Spiralarmgalaxie. Und eine Spiralarmgalaxie kann ich in dem Sinne eigentlich nur sehen, wenn ich fliege da oben drüber. Also kann ich ja das nur sehen, wenn ich es oben drüber fliege und kann es dann ablichten. Wie gesagt, mich interessiert es überhaupt nicht, was dieses Symbol bedeutet. Es ist ein Glückssymbol. Es wird heute noch im Nahen, in China, im Südostasien als Glückssymbol angesehen. Macht euch keinen Kopf darüber. Ich mache mir auch keinen Kopf darüber. So, wenn ich jetzt das Video zusammenschneide, sind wir, glaube ich, bei 45 Minuten. Das sollte für heute und für dieses Video mal reichen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einiges an Input, nein, nicht an Input, ich möchte ja keine englischen Begriffe verwenden, an Eingabe geben. An Informationen, die euch weiterbringen, weiterführen und wo ihr auch Aha-Effekte bekommen könnt. Ja, das war es erstmal für heute und für dieses Video. Weltbild oder Welten in Erschütterung 3. Das nächste Video kommt irgendwann nächste Woche wieder. Und
Bis dahin würde es mich freuen, wenn ihr mir gewogen bleibt. Denkt dran, hier abonnieren. Die Glocke ist kostenlos, tut nicht weh und macht hui. Und so, ja. Also in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Euer Eli. Tschüss. Von Gelihimo, Ursprünge, kamen alle Menisken in Erdo. Alero Creaturo ist ein Vater. Vone Himmele harinida geformeta. Pedio habet alle Menisken gerechet edler Kibu, wanda sie vone Himmele würdig sind.